nicht mehr. Hallo, grüß Gott, Rettungsdienst. Kein Bewusstsein. Keine Atmung. Jetzt tun Sie doch was! Gordon, mein Ex-Mann, der wollte heute nach der Schule mit unserer Tochter in den Zoo. Als er nicht gekommen ist, ich hab gedacht, er hat verschlafen, weil wegen dem Jetlag. Er ist erst gestern aus Vietnam zurückgekommen. Was hat er in Vietnam gemacht? Gordon ist... Gordon war Journalist. Er hat gerade für eine Story in Hanoi recherchiert. Ich habe geklingelt, aber er hat nicht aufgemacht. Dann habe ich aufgesperrt. Sie haben einen Schlüssel zu seiner Wohnung? Für Notfälle. Haben Sie eine Vermutung, was passiert sein könnte? Thiago, das ist mein Mann. Kann ich zu ihm? Ja, ja, sicher. Falls Ihnen was einfällt. Danke. Julia, was ist mit dem Gordon? Ist tot. Und, wie sieht's aus? Die Rettung ist noch immer nicht fertig. Ja, dann warten wir doch noch ein bisschen. Kaffee? Ich will nicht warten. Kaffee später. So? Können wir fahren? Und, den giftigen Mitbewohner schon gefunden? Bis jetzt nur ein Gecko, ein paar Hornkäfer und eine traumatisierte Stabheuschrecke. Vielleicht ist der Skorpion ja vom Tatort geflüchtet. Das ist eher unwahrscheinlich. Der hat sich sicher schon längst in eine kuschelige Ritze vergraben. Stopp, bitte! Vorsicht, pass uns auf! Brauche ich nicht, danke. Ja, also hier ist er jedenfalls nimmer. Soll ich dich auf den Arm nehmen? Nein, ist nicht notwendig. War ein Naturfreund, unser Toter. Haben Sie das schon untersucht? Ja, kein Skorpion. Sicher? Sicher. Naturfreund, der viel um die Welt jettet. Hat gejettet. Vietnam, Kambodscha, Kenia, Costa Rica. Da wollte ich auch mal hin. Joe, schaust du mal her, bitte? Hm? Schaut aus, als wäre dabei eingestiegen. Wer auch immer das war, hat sich auch einen Laptop mitgenommen. Und das Handy. Das ist sicher deaktiviert. Oh, den Racker gefunden? Nicht ganz. Wow. Sind mindestens 5.000 Euro? Warum hat er so viel Bargeld zu Hause? Wenn wir Glück haben, kann uns eine Täterbeschreibung geben. Also eins kann ich definitiv ausschließen. Die Ballerina hat euer Opfer nicht getötet. Ballerina? Die Organe weisen keine Vergiftungsspuren auf und außerdem handelt es sich bei der Ballerina um einen Laos-Skorpion. Das Gift ist für einen Menschen nicht tödlich. Ja. Höchstens wie ein Bienenstich. Ja, hätte man sich das ganze Theater sparen können. Du kennst dich ja gut aus mit Skorpionen. Ja, ich lebe mit einem zusammen. Und woran ist der Eigner dann gestorben? Fraktur des dritten und vierten Halswirbels, ja. Könnte das auch ein Unfall gewesen sein? Das sind Hämatome an den Armen und hier an der Brust. Ein Kampf. Also könnte es Raubmord gewesen sein. Ich habe mit den Kollegen vom Einbruch gesprochen. In den letzten Wochen gab es eine Reihe von Einbrüchen im Stadtgebiet. Da wurden auch immer Elektronik und Bargeld gestohlen. Ja, aber bei unserem Opfer wurden 5.000 Euro zurückgelassen. Vielleicht hat der Täter Panik gekriegt, als er Egner getötet hat. Oder als seine Ex-Frau an der Tür geklingelt hat. Oder vielleicht hat er den Skorpion gesehen.
Hat die Ex-Frau ein Alibi? Nicht wirklich. Ein Nachbar hat gesehen, wie sie in die Wohnung hinein ist. Kurz darauf hat er sie schreien gehört. Hat sie wahrscheinlich den Toten gefunden. Hi. Hello? Wegen der Kurzparkzone von dem Haus dort. Ich habe Alex gebeten, sich das mal anzuschauen. Da sind ständig Parksheriffs unterwegs. Ich habe da neulich ein Ticket bekommen. Das geht ins Geld hier. Die sind so wahnsinnig in Österreich. Ich bin so kurz davor, Privatinsolvenz anzumelden. Dann stellt sich einfach nicht ins Halteverbot. Jedenfalls hat dort ein roter Van geparkt heute früh. Um 8.56 Uhr. Der gehört einer Tierhandlung. Guten Tag. Grüß Gott, die Herrschaften. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie Katzenfutter? Natürlich. Lachs? Ja. Bitte, Marke Studentiger. Das kenne ich gar nicht. Aber die Katzen mögen ja Abwechslung. Ich probier's. 3 Dosen bitte. Gern. Und dann habe ich noch eine Frage. Wo waren Sie denn heute so kurz vor 9? Bei einem Kunden. In der Spraunstraße. Name? Eigner. Und was haben Sie dort gemacht? Seine Kaukasuskäfer forschen mir in die Nahrung. Und ich bemühe mich, den Grund rauszufinden. Und wie ist er gelaufen, der Hausbesuch? Ja, ich habe Herrn Eigner vorgeschlagen, die Kaukasuskäfer für einige Zeit auszuquartieren. Und der Skorpion, was ist mit dem? Nix, wieso? Gab's Streit zwischen Ihnen und Herrn Eigner? Streit? Nein. Was soll denn die Fragerei? Herr Eigner wurde heute Morgen tot in seinem Loft aufgefunden. Was? Ach, und Sie denken jetzt, ich hätte was damit zu tun? Haben Sie was damit zu tun? Nein, natürlich nicht. Ich habe schon gesagt, ich war wegen der Käfer bei Ihnen. Ja. Den Termin habe ich extra notiert. Vor 2 Wochen war ich auch schon bei ihm. Davor auch schon ein paar Mal. Es war eine längere Angelegenheit. Ja, wenn's mir nicht glauben, dann fragst du die Kleine. Wen? Die Tochter vom Eigner. Der habe ich immer Fruchtgummi geschenkt, wenn's da war. Hallo. Hallo. Wissen Sie schon, wer Gordon... Was passiert ist? Leider nein. Frau Eigner, wir sind hier, weil wir Ihre Hilfe brauchen. Wäre es denkbar, dass wir Ihrer Tochter ein paar Fragen stellen? Meiner Tochter? Sie... Miley weiß noch nicht, dass ihr Vater tot ist. Sie glaubt, er ist länger in Vietnam geblieben. Ich weiß aber nicht, wie ich es ihr sagen soll. Wir wollen Ihre Tochter nur fragen, ob sie jemand bei ihrem Ex-Mann in der Wohnung gesehen hat. Sonst nichts. Bitte. Kommen Sie. Danke. Miley? Hey. Schau mal, das sind Ben und Joe. Die würden dich gerne was fragen, in Ordnung? Mhm. Hi, Miley. Ich bin Ben. Hallo, Ben. Das ist Joe. Hi. Hi. Wer ist das? Beanie. Beanie ist das. Mag Beanie Fruchtgummis? Du auch? Ja. Ja? Ich habe ganz zufällig welche dabei heute. Willst du die haben? Alle? Aber nicht auf einmal essen, ja? Hast du bei deinem Papa mal jemanden gesehen, der dir und Beanie auch Fruchtgummis gegeben hat? Einen Mann, der mag Käfer ganz gern und füttert sie mit Blätter. Wie sah der Mann denn aus? Hast du das gezeichnet? Ja. Darf ich ein Foto machen? Ja. War's das? Ja. Ciao. Ciao. Das
Wissen Sie eigentlich, dass Ihr Ex-Mann eine große Menge Bargeld bei sich zu Hause hatte? Nein. Wundert mich aber nicht. Gordon hat über Umweltthemen geschrieben. Verschmutzung der Meere, Zerstörung der Regenwälder, Massentierhaltung. Der hat auf seinen Recherchereisen oft Bargeld gebraucht. Um Informanten zu bezahlen oder Beamte zu schmieren. Das Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Ex-Mann war gut? Sie haben seinen Nachnamen behalten. Ach so, ja, wegen Miley. Ich wollte nicht, dass Sie und ich unterschiedliche Namen haben. Das beantwortet nicht meine Frage. Wir haben ein gemeinsames Kind. Wir haben miteinander zurechtkommen müssen. Und da war sicher nichts mehr? Ja, sicher. Gordon und ich, wir sind geschieden. Ich bin wieder verheiratet. Und warum ist dann Ihr Haargummi bei ihm im Schlafzimmer? Das ist einfach passiert. Gordon war wieder wie früher. Locker, entspannt. So wie damals, als wir uns kennengelernt haben. Da sind die Gefühle wieder hochgekommen. Ich hab das nicht gewollt. Ich liebe meinen Mann. Aber mit Gordon, das war meine erste große Liebe. Da ist so viel Vergangenheit. Wir haben zusammen für den Tierschutz gekämpft. Im Amazonas, Algerien, Myanmar. Und dann Miley. Weiß eigentlich Ihr Mann, dass Sie was mit Ihrem Ex-Mann hatten? Nein. Nein, das würde Thiago das Herz brechen. Er liebt Miley wie seine eigene Tochter. Thiago. Puta. Thiago. Hey, Gordon. Hey, mit dem Gordon. Hey. Hey. Sportades. Neue Sprinkleranlage, der Vernehmungsraum bleibt heute geschlossen. Okay, na dann gehen wir doch normal am besten zur Überin. Besprechungsraum? Ich hatte doch gar keine Ahnung, was da passiert. Oder Sie machen uns was vor. Sie hätten ja einen guten Grund gehabt, Gordon Eigner zu ermorden. Was hätte ich nicht? Hätten Sie nicht? Ich hätte gewartet, bis Julia ihren Fehler erkennt. Und was macht Sie so sicher, dass das passiert wäre? Weil Gordon so war, wie er war. Wenn es gut bei ihm lief, dann war er charmant und selbstbewusst. Aber sobald die Auftragslage mau wurde, wurde er unerträglich und versank in Selbstmitleid. Es gibt einen Grund, warum Julia es damals nicht mit ihm ausgehalten hat. Aber jetzt hat er ja Aufträge. Und irgendwann wäre wieder Flaute gewesen. Nur dummerweise ließ die Flaute auf sich warten. Und deswegen haben Sie ihn heute Morgen besucht, um mal ordentlich die Meinung zu sagen. Das habe ich nicht. Wir haben einen Zeugen. Einen Nachbarn von Herrn Eigner. Der sagt, der Herr Eigner hat vor circa einem Monat einen Streit gehabt. Mit einem Mann. Und die Beschreibung passt ziemlich genau auf Sie. Von wegen, Sie hätten einfach abgewartet. Jahrelang haben wir Gordon kaum gesehen. Und auf einmal macht er einen auf Superpapa. Hing ständig bei uns rum, vor allem wenn ich nicht da war. Hat Ausflüge in die Berge gemacht, mit Julia und der Kleinen. Julia hat gesagt, ich soll mich nicht aufregen. Gordon will nur mehr seine kleine Tochter sehen. Aber in Wirklichkeit wollte er mehr Zeit mit ihrer Julia verbringen. Kurz bevor Gordon nach Hanoi geflogen ist, habe ich Miley bei ihm abgeholt. Er hat von seiner neuen Artikelserie gelabert, wie viel Geld er dafür bekommt und dass er davon was beiseite legt, für Julia und Miley. Und da ist ihm der Kragen geplatzt? Ich habe ihm gesagt, dass er die Finger von Julia lassen soll, aber der hat abgestritten, dass da was läuft. Und weiter? Ich habe zugeschlagen. Aber nicht heute. Ich habe ihn nicht umgebracht. Wenn Sie heute früh nicht dort waren, wo waren Sie dann?
eine Kontrollrunde durch den Forst gedreht, wie jeden Morgen. Zeugen? Was glauben denn Sie? Bäume? Rehe? Okay. Wie ist euer Eindruck? Der neue Ehemann hat ein Motiv und er war schon einmal gewalttätig dem Opfer gegenüber. Das ist ein Monat her. Und zwar spontan. Ja, aber vielleicht hat er sich über die Zeit in seine Wut hineingesteigert. Oder es war wieder ganz spontan. Das hat uns die Spuse geschickt. Die sagen, draußen vor der Tür waren kleine Splitterreste. Sieht so aus, als hätte jemand die Scheibe der Tür von innen eingeschlagen, dann die Splitterreste aufgesammelt und drinnen wieder verteilt. Alex, gibt's was Neues vom Netzanbieter? Das Handy von Thiago Perez. Das war gestern früh wirklich dort eingeloggt, bei diesem Wald. Hohensteiner Forst, von 8.20 Uhr bis 11.17 Uhr. Ja. Gordon Eigner ist gegen 10 Uhr gestorben. Vielleicht hat der Perez das Handy im Wald deponiert. Das Handy hat sich bewegt im Wald. Vielleicht hat das Bambi um den Hals gehängt. Okay, er kann erst mal gehen. Wenn die Einbruchspuren gelegt wurden, dann heißt das auch, dass es dem Täter vermutlich nicht darum ging, das Handy und den Laptop von Gordon Eigner zu Geld zu machen, oder? Gut. Findet raus, worüber Eigner seinen Artikel geschrieben hat. Vielleicht wollte ihn jemand stoppen. Hallo, ich soll den Skorpion abholen. Ja, da muss ich Sie leider enttäuschen. Die Ballerina bleibt bei mir. Die Ballerina? Mhm. Franks lieber nicht. Ja, wissen Sie überhaupt, wie man so eine Ballerina artgerecht hält? Nein. Aber das können Sie mir ja erklären. Okay. Die Kleine schläft. Ich habe den schlimmsten Fehler meines Lebens gemacht. Es wird alles gut. Wir kriegen das hin. Morgen. Ah, morgen, Nele. Ich habe mir die Kontoauszüge vom Eigner angeschaut. Der hat Einzahlungen vom Echo Herald bekommen. Das ist ein Fachmagazin für Naturschutz. Konnten die sagen, woran er gearbeitet hat? Keine Ahnung. Die Redaktion sitzt in New York. Und da ist noch mitten in der Nacht. Wo bleibt eigentlich Ben? Der hat noch mal zurück zur Schule müssen. Emilia hat irgendwas vergessen. Fährt auf Schullandwoche. Entschuldigung. Heitzinger? Perfektes Timing. Kannst gleich wieder einsteigen. Julia Eigner hat Post von ihrem toten Ex-Mann bekommen. Sie sind sicher, dass der Brief erst heute früh in der Post war? Naja, gestern war er jedenfalls noch nicht im Briefkasten. Ich befürchte, da sind jetzt schon meine Fingerabdrücke drauf. Ich habe zu spät gesehen, dass er von Gordon ist. Ich habe ihn extra nicht aufgemacht. Poststempel ist von gestern. Ich muss ihn kurz vor seinem Tod eingeworfen haben. USB-Stick. Oh Gott. So hat mir Gordon oft seine Texte geschickt. Zur Sicherheit, er wollte, dass ich seine Artikel habe. Falls ihm was zustoßen sollte. Hier geht's um internationalen Tierschmuggel. Krass. Ja, das ist ein Milliardengeschäft, ne? Es kommt gleich nach Waffen- und Drogenhandel weltweit an dritter Stelle. Mit genau denselben Strukturen und genauso skrupellos. Bei denen gehört... Unangenehme Journalisten kennen sich ja auch zum Geschäftsmodell. Vielleicht ist der Eigner irgendjemandem zu nahe gekommen. Drahtziehern in Österreich. In Linz.
wie Jesko K. Punkt, der Go-To-Guy in Oberösterreich, nimmt in seinem unscheinbaren Laden die Bestellungen seiner Kunden entgegen und reicht sie an seine Lieferanten in Vietnam und Laos weiter. K. Punkt, wie Jesko Käser. Von wegen Kaukasuskäfer. Gordon Eigner hat ihn sicher nur engagiert, um ihn für seinen Artikel auszuspionieren. Und der hat's gemerkt. Können wir das beweisen? Jesko Käser wird sich sicher in seiner Unschuldsecke verkriechen. Dann müssen wir ihn eben aus seiner Ecke rauslocken. Und wie wollen wir das anstellen? Jemand Lust, sich ein exotisches Haustier zuzulenken? Gott, junge Frau. Kann ich Ihnen helfen? Das hoffe ich doch. Ich bin auf der Suche nach einem Haustier. Ja, und was haben Sie sich da vorgestellt? Ich höre nur Kleintiere und Vögel. Ach ja? Ich habe gehört, dass Sie einem jeden Wunsch erfüllen können. Auch wenn er noch so ungewöhnlich ist. Ungewöhnlich? Sehr ungewöhnlich. Ziemlich speziell. Exotisch. Ich brauche ein Madagaskar-Chamäleon. Tut mir leid. Madagaskar-Chamäleons stehen auf der roten Liste. Die darf ich gar nicht verkaufen. Können Sie nicht mal eine Ausnahme machen? Nicht mal eine klitzekleine? Ich brauche das wirklich dringend. Ah. Geld spielt keine Rolle. Ich kann Ihnen wirklich nicht helfen. Schade. Ich schreibe Ihnen mal meine Nummer auf. Ich bin wirklich rund um die Uhr erreichbar. Sie können mich jederzeit anrufen, nur falls Sie sich anders überlegen, okay? Schönen Tag noch. Wenn er wirklich für einen illegalen Tierhandel arbeitet, dann ist er echt übervorsichtig. Der ruft nicht mal an. Würde ich an seiner Stelle auch nicht tun. Abwarten. Hallo? Ich habe gehört, Sie suchen ein Madagaskar-Chamäleon. Da haben Sie richtig gehört. Morgen früh, 6 Uhr, das alte Einkaufszentrum, 4.000 Euro. Und woran erkenne ich Sie? Könnte ich schon jemanden sehen? Nein. Hier oben ist alles ruhig. Schön, dass es geklappt hat. Ich habe das Geld dabei. Kann ich den... Hey! Scheiße! Hey! Stehen bleiben! Polizei! Polizei! Alles okay? Ja. Du blutest.
Hör, du blutest. Ist noch ein Kratzer. Scheiße! Was war das denn gerade? Du blutest. Ist nur ein Kratzer. Wir haben noch geschlossen. Nicht für uns. Was soll denn das? Wir schauen uns noch ein bisschen um. Dazu haben Sie kein Recht. Haben wir. Sie werden nichts finden. Hier ist alles sauber. Sie meinen, wir finden keine Tiere, die auf der roten Liste stehen? Nein, natürlich nicht. Gehen Sie mal kurz zur Seite, bitte. Was? Danke. Ich verabscheue nichts mehr als Menschen, die bedrohte Tiere auf qualvolle Weise ins Land schmuggeln und verkaufen. Ich bin Mitglied beim Tierschutzbund. Und ich habe ein I Love New York T-Shirt. Dabei mag ich die Stadt gar nicht. Hat meine Kollegin und mich beauftragt, sämtliche Tiere aus dem Keller sicherzustellen und zu kategorisieren. Und die wurden alle illegal eingeführt? Ja, definitiv. Die sind alle auf der roten Liste. Viele sogar in der höchsten Gefährdungsstufe. Wir haben da 2 Zwergchamäleons, 3 indische Kobras, 5 Sumpfschildkröten und 6 Chihuahua-Taranteln. Chihuahua-Taranteln? Was sind Chihuahua-Taranteln? Das sind die. Lieb, gell? Ja, süß. Da bin ich ja mal gespannt, wie Sie das Ihren Freunden beim Tierschutzbund erklären werden. Ich sorge immer dafür, dass die Tiere in gute Hände kommen. Und sehr viel Geld in Ihre und die Ihrer Hintermänner. Ich habe keine Hintermänner. Oh. Dann waren Sie das selbst. Dann haben Sie meinen Kollegen angegriffen. Ich habe niemanden angegriffen. Was ist mit Gordon Aigner? Den hier haben wir in Ihrem Laden gefunden. Und sehen Sie das? Diese Glassplitter passen zu der Scheibe von Gordon Aigners Eingangstour. Sie haben sie damit eingeschlagen. Hat er zu viel über Ihr lukratives Nebengeschäft herausgefunden? Noch einmal. Ich habe mich um seine Kaukasuskäfer gekümmert. Und der Fetzen da, der gehört mir nicht. Den habe ich nie gesehen. Wussten Sie, dass Gordon Aigner über den illegalen Tierhandel geschrieben hat und Journalist war? Nein. Davon habe ich nichts gewusst. Davon haben Sie nichts gewusst? Habe ich nicht. Unsere Chefin haben Sie auch erzählt, dass Sie nichts mit dem illegalen Tierhandel zu tun haben. Und kurz darauf kriegt sie einen Anruf? Herr Kieser, wenn Sie Gordon Aigner nicht umgebracht haben, wer dann? Ich weiß es nicht. Der Fetzen da? Der reicht, um Sie für die nächsten Jahre ins Gefängnis zu bringen. Wenn der wirklich nicht Ihnen gehört, was ich Ihnen schwer glauben kann, dann machen Sie jetzt besser den Mund auf. Alles gut. Wir hören? Ich will einen Anwalt sprechen. Wir haben den gehabt. Der wollte auspacken. Und dann hat er ein Gedicht gemacht. Warum? Willst du es nochmal anschauen? Ja. Vielleicht ist ihm eingefallen, dass seine Hintermänner ihn an die Alligatoren verfüttern, wenn er auspackt. Ja, vielleicht war es genau das. Wenn der wirklich nicht Ihnen gehört, was ich nur schwer glauben kann, dann machen Sie jetzt besser den Mund auf. Alles gut. Wir hören? Ich will einen Anwalt sprechen. Der hat irgendwas gesehen und ist in Panik geraten. Moment mal. Nicht irgendwas. Irgendwen. Ah,
Jetzt sagen Sie nicht, Sie haben noch mehr illegale Tiere gefunden. Wahnsinn, heute früh so um 6. Daheim? Wieso? Zeugen? Ja, den Ahab. Das ist mein Papagei. Aber der spricht leider nicht. Ihnen macht's doch sicher nichts aus, wenn ich mich hier ein bisschen umsehe, oder? Dankeschön. Sagen Sie, was wollen Sie eigentlich von mir? Sie haben doch sehr gute Kontakte zum Zoll, nicht? Sie wissen, wann, was, wo kontrolliert wird. Ja, meine Kollegen und ich arbeiten sehr eng mit dem Zoll zusammen, wenn Sie das meinen, ja. Arbeiten Sie auch sehr eng mit Jesko Kieser zusammen? Ist das der Typ aus der Tierhandlung? Ja, genau der. Nein, auf keinen Fall. Nein, ich mag Menschen nicht, die auf das Wohl der Tiere scheißen. Das heißt, Sie haben heute Morgen nicht versucht, unserer Chefin ein Madagaskar-Chamäleon zu verkaufen? Was? Nein. Wie kommen Sie da drauf? Das ist nur so ein Gefühl. Entschuldigung, bitte. Ich meine, ist das... Was? Nach der DNA-Analyse dieses Blutes hier zu einem vor Gericht verwertbaren Indiz werden kann. Scheiße. Bitte? Nix. Warum muss ich mir da stundenlang den Arschplatz sitzen? Wir mussten zuerst einmal Ihr hübsches Büro aufräumen. Wenigstens Ihre steuerfreie Buchhaltung machen Sie ordentlich. Ein kleiner Tipp beim nächsten Mal. Nicht den Nachnamen rückwärts als Passwort benutzt. Naja. 1.120 Euro. Eburneai 9.550 Euro. Karettschildkröte 12.650 Euro. Sie haben im letzten Monat Tiere im Wert von 93.000 Euro illegal nach Österreich eingeführt. Und ich glaube, wenn wir weitersuchen, dann werden wir weitere Beweise finden, dass Sie für ein internationales, illegales Tierhändlernetzwerk agieren. Nein. Nein, ich bringe die Tiere nach Österreich, die ausgerottet werden. Entweder, weil man wirkungsloses Potenzmittel aus ihnen macht, oder weil ihr Lebensraum abgeholzt wird, damit genug Palmöl für einen Schokoaufstrich produziert werden kann. Das heißt, Sie sind eigentlich eine von den Guten. Genau. Bleibt nur die Frage, warum so eine herzensgute Frau wie Sie einen Journalisten umbringt. Das können Sie mir nicht anhängen. Apropos anhängen, Sie haben Ihrem Komplizen einen Fetzen untergeschoben, mit dem Sie die untere Eingangstür beim Aigner eingeschlagen haben. Sie verrennen sich da. Warum sollten ich den Gordon Aigner umbringen? Weil Gordon Aigner bei seinen Recherchen auf Ihre illegalen Geschäfte gestoßen ist. Ich glaube, da haben Sie was nicht ganz verstanden, Herr Halberg. Ich habe alles richtig verstanden. Wir haben uns Ihren Dienstplan angeschaut. Sie hätten vorgestern nicht frei gehabt. Aber Sie haben sich freiwillig für diesen Einsatz gemeldet, um diesen Skorpion rauszuholen? Aber ich habe mit dem Mord nichts zu tun. Sondern... Der Gordon Aigner hat für mich gearbeitet, ja? Er war einer meiner besten Kuriere. Kuriere? Ja, Kuriere. Was glaubst du, warum er in der Weltgeschichte herumgereist ist, hm? Als Journalist jedenfalls nicht. Er hat die Tiere nach Österreich geschmuggelt und ich habe halt versucht, die Beweise zu vertuschen. Kann jetzt gehen? Vielleicht hat Gordon Aigner deshalb für Liv Unterreiter gearbeitet, um sie auszuspionieren. Du meinst als Recherche für seinen Artikel? Achtung, Achtung! Heute vegetarisch für alle. Danke. Bitte sehr. Habt ihr gewusst, dass manche Skorpionarten andere Skorpione fressen? Mahlzeit. Du, wegen dem Artikel vom Aigner. Ja, der hat offenbar gar nicht recherchiert. Ich habe endlich jemanden beim Echo Herald erreicht. Und die wissen nichts von einer Artikelserie über illegalen Tierschmuggel. Und von einem Austrian Journalist namens Gordon Aigner hat da auch noch niemand was gehört. Darf ich auch? Mhm, bitte. Der flüssige Nahrungsbrei wird dann direkt durch den Schlund in den Darm. Oh, bitte. aber von wegen nichts gehört. Dem haben doch Geld überwiesen. Nein, das war von einem Fake-Konto. Also der Name der Zeitschrift war zwar richtig, aber die Kontonummer eine andere. Das war ein Cover. Wahrscheinlich für die Vertuschung von den Einnahmen von illegalen Tierhandel. Okay. Krass. Dann hat der Aigner echt die Seiten gewechselt. Warum macht er das? Ich meine, auf einmal sind ihm die Tiere wurscht. Wer auch immer Gordon Aigner umgebracht hat, muss gewusst haben, dass jetzt Kokisa mit dem illegalen Tierhandel zu tun hat, weil sonst macht dieser Lappen in seinem Laden gar keinen Sinn. Fetzen. Fetzen sagt Emilia zu einem ungenügend. Da wird sie sich nicht so viel einfangen, so wie ich sie kenne. Schau mal. Kommt dir das bekannt vor? Hab gern, wählen Sie dich. Aber unsere tierliebende Försterfamilie.
Bei denen steht genauso ein Kübel Futter herum. Haben Sie ihn schon mal gesehen? Wieso sollte ich? Den haben wir im Laden von Jesko Kieser gefunden. In einem Putzeimer. Neben dem Wellensittichfutter. Und? Demselben Wellensittichfutter, das bei Ihnen in der Wohnung steht. Und dass Sie gestern um 11.32 Uhr mit Ihrer Kreditkarte in Jesko Kiesers Geschäft bezahlt haben. Und den da haben Sie uns auch zugespielt, damit wir den Herrn Kieser verdächtigen. Ja. Und ja, ich habe den Fetzen da hingelegt. Ich wollte dem Kieser die Schuld in die Schuhe schieben. Der Kerl hat's verdient. Aber er hat den Gordon nicht umgebracht. Ich war's. Sie haben gewusst, dass Gordon Aigner in den illegalen Tierhandel verwickelt war. Zusammen mit Jesko Kieser. Ich wollte den Gordon nicht umbringen. Ich wollte nur, dass er die Finger von Julia lässt. Der hat mich angebrüllt und wurde handgreiflich. Ich habe ihn weggestoßen. Er ist gegen dieses scheiß Insektarium geknallt und hat sich nicht mehr gerührt. Den Ablauf werden Sie uns dann auch ganz genau vor Ort zeigen. Aber warum haben Sie nicht den Notruf alarmiert? Ich bin in Panik geraten. Und dann haben Sie den Tatort so aussehen lassen wie nach dem Überfall, haben Laptop mitgenommen, Handy. Ja. Und wo sind die Sachen jetzt? Habe ich in die Donau geworfen. Sie müssen mir das glauben. Ich wollte ihn nicht töten. Eifersüchtiger Ehemann bringt Nebenbuhler um. Der Klassiker. Gibt nur leider ein Problem. Der Thiago Perez hat ja ein Alibi. Die Bewegungsdaten von seinem Handy. Genau. Vielleicht hat er ja jemanden bezahlt, damit er durch den Wald spazieren geht. Oder es war doch Bambi. Aber dann hätte er ja von vornherein vorgehabt, den Eigner zu töten. Danach sah der Tatort nicht aus. Also wenn Thiago Perez im Wald war, dann kann er nicht der Mörder gewesen sein. Warum sollte er lügen? Falsche Frage. Für wen sollte er lügen? Ben? Ziehen da echt Bienen ein? Wildbienen. Aber auch große Hummeln und Käfer. Wirst du die alle zeichnen? Vielleicht. Frau Aigner? Ich muss mit Ihnen reden. Allein. Hi, Miley. Hi, Ben. Oh, du weißt nicht, wer ich bin. Was ist denn das? Ein Insektenhotel. Ah, ziehen da Bienen ein? Wildbienen. Vielleicht Käfer. Gordon ist am Tag davor aus Vietnam zurückgekommen. Ich habe ihn vermisst, ich wollte ihn unbedingt sehen. Was ist passiert? Irgendwann hat seine Tür geklingelt. Gordon meinte, das ist nur die Post, aber dann hat er ewig gebraucht. Ich wollte eigentlich nur nachschauen, was los ist und da war dieser Mistkerl aus der Tierhandlung. Hat Transportboxen abgeholt mit Reptilien drin. Die Reptilien, die ihr Ex-Mann aus Vietnam geschmuggelt hat? Ich konnte es nicht fassen. Gordon, ein Tierschmuggler. Er weiß doch, wozu diese Menschen in der Lage sind. Er weiß, wie dreckig und brutal dieses Geschäft ist. Wie qualvoll diese Tiere leiden. Und Sie haben ihn damit konfrontiert? Er hat gesagt, er ist in was reingerutscht. Wollte sich ein bisschen Geld dazu verdienen, damit er weiter schreiben kann. Er hat sich kaufen lassen. Und ich bin auf ihn reingefallen. Ich bin so bescheuert. Und weiter. Er hat versucht, mich zu beruhigen. Er hat versucht, mich zu umarmen. Ich habe ihn weggestoßen und er ist nach hinten gefallen. Das war ein Unfall. Bei einem Unfall ruft man den Notruf. Bei einem Unfall manipuliert man den Tatort nicht so, dass es aussieht wie ein Einbruch. Ich war in Panik. Das hat uns Ihr Mann auch schon versucht einzureden.
Sie haben die Tür eingeschlagen, das Handy und den Laptop genommen? Wenn Sie den Notarzt gerufen hätten, dann hätte der Ihren Ex-Mann möglicherweise retten können, aber Sie wollten ihn nicht retten. Sie sind aus der Wohnung raus und wenig später wieder hinein, um so etwas Ähnliches wie ein Alibi zu haben. Und dann haben Sie die ganze Geschichte auch noch dem Käser in die Schuhe geschoben. Ich wollte, dass diese Tierquäler zur Rechenschaft gezogen werden. Sie verstehen es doch nicht. Gordon hat alles verraten, für das wir stehen, für das ich stehe. Und wissen Sie, was das Schlimmste war? Er hat zugelassen, dass Miley in Kontakt mit diesen Verbrechern gekommen ist. Miley, seine Tochter. Ich war so wütend. Emilia hat sich doch sicher schon immer ein Haustier gewünscht, oder? Ja, aber was zum Kuscheln und Schmusen und nicht so ein Killerskorpion. Ich dachte, Ballerina wird jetzt bei dir. Ja, der Chris hat eine Ansage gemacht. Entweder sie oder er. Sollen wir unsere Vernehmungen jetzt in meine Badehose machen? Sehr witzig, Ben Hallberg. Na moi, der ist ja lieb. Sie. Und wer zu haben? Was Giftiges konnte ich gerade gut brauchen. Ist doch perfekt, ne? Gratuliere. Richie! Also, ihr habt doch schon zwei Kinder. Jara? Schon wieder? Schönen Abend. Ah, Joe. Hm? Für dich. Viel Spaß. Ballerina?